Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Und da kommen schon schöne winterliche Impressionen aus Lech am Arlberg und aus Murau. Die Skisportler unter Ihnen, die werden sich jetzt fast ein bisschen leid sehen, weil da fahren schon die ersten Gondeln. Wobei bei den Aussichten jetzt vielleicht auch nicht. Es ist durchaus noch ein bisschen neblig. Die Luft ist kalt. Es gibt dazu auch noch einen leichten Wind aus Osten. Also es könnte durchaus besseres Skiwetter geben. Dafür ist es im Rest von Europa relativ mild und angenehm warm. In Lissabon zum Beispiel um die 16 Grad. Auch London angenehme frühlingshafte 10 Grad. Nur Wien bewegt sich rund um den Gefrierpunkt. Ja, und damit schauen wir dann auch schon langsam nach Österreich. Wie schaut es da aus? Der Wind, der legt sich über ganz Europa, zieht auch bei uns ein bisschen durch und sorgt dafür, dass es durchaus ein bisschen frostig wird. Morgens gibt es anfangs im Bergland noch ein bisschen Schneefall und vom Tenningau bis zum Wienerwald, da ist es durchwegs trüb. Aber sonst im Laufe des Tages, da erwarten uns so einige Sonnenfenster, die meistens im Süden allerdings nur und die durchaus ein bisschen stärker werden können. Wir schauen uns jetzt an, wie die 24-Stunden-Prognose im Westen ausschaut. Ja, da geht es durchaus ein bisschen frostig zu. Heute alles rund um den Gefrierpunkt und am Abend sinken die Temperaturen, denn es gibt auch wieder Schneefall. Im Osten ist es noch eine Spur kühler. Da bewegen sich die Temperaturen durchwegs unter 0 Grad. Dafür gibt es aber nur leichten Schneefall und mit etwas Glück auch ein bisschen Sonne. Ja, jetzt die alles entscheidende Frage, wie wird unser Wochenende? Im Westen gibt es da ein bisschen Schnee, viele Wolken und hin und wieder auch ein klein wenig Sonne, aber dafür ist es zum Skifahren angenehm. Und dann schauen wir noch in den Osten. Hier ist es bei Tageshöchstwerten um die 6 Grad am Sonntag fast schon frühlingshaft und da ist auch kein Niederschlag zu erwarten. Und viel Sonnenschein. Morgen hingegen wird es noch ein bisschen trüb mit Schnee und Regen. Aber richten Sie Ihre Gedanken auf den Sonntag. Da kommt dann die Sonne raus. Also wirklich gute Aussichten für unser Wochenende. Ja, und jetzt gebe ich zurück zu Marcel Schachinger und das Top Story.